Und wir kommen zum Fußball. Ein Aufstieg von der vierten direkt in die zweite Liga ist eigentlich unmöglich. Es sei denn, man heißt Kevin Schumacher. Der Neuzugang von Hansa Rostock hat das natürlich durch einen Vereinswechsel geschafft. So jubelt jemand, der gerade aufgestiegen ist. Kevin Schumacher im Juni. Mit Havelse geht es rauf in die dritte Liga. Ich glaube, mit rechts habe ich selten so ein Tor geschossen. Es ist das Tor zum Aufstieg. Dann war es natürlich so ein Gefühl, wo alles, die komplette Last von einem abgefallen ist, weil man da wirklich darauf hingearbeitet hat, dass das wirklich so kommt. 13 Kilometer von Havelse entfernt, der Maschsee in Hannover. Hier ist Hansas nächster Gegner beheimatet, Hannover 96. Zwar nie ein Thema für Schumacher, aber ganz in der Nähe ist er aufgewachsen. Familie und Freunde, sie werden kommen. Ja, sie werden auf jeden Fall Hansa Rostock die Daumen drücken. Nicht nur wegen mir, aber auch, weil sie den Verein sympathisch finden. Dazu kommt natürlich auch noch, dass da keiner meiner Familie Hannover-Fan ist. Dann hatten sie von der Qualität an Chancen, hatten sie noch ein paar Situationen. Und sie werden versuchen anzuknüpfen, sie werden jetzt gepusht. Ich glaube, für Hannover ist das jetzt das erste Mal seit über einem Jahr, dass sie dann halt zu Hause auch vor Zuschauern spielen. Und da werden sie versuchen, das gleiche Spiel, wie sie es in Bremen abgeliefert haben, natürlich jetzt gegen uns abzuliefern, um uns möglichst zu schlagen. Hansas größter Trumpf, die Geschlossenheit. Das größte Manko, die Defensive gegen Karlsruhe. Noch wackelig. Möglicherweise ein Vorteil, Hannovers Trainer ist Jan Zimmermann. Und ein Rostocker kennt ihn bestens, weil er bei zwei Vereinen schon unter Zimmermann gespielt hat und weiß, wie er spielen lässt. Kevin Schumacher hat Jens Hertel Tipps gegeben. So das Umschaltspiel Standards, wir konnten da ein paar Sachen rausnehmen einfach, wie wir auch im Video besprochen hatten. Waren Muster, die er in Havelse oder in Egesdorf hatte, die er in Hannover auch hat. Qualität ist natürlich eine andere, aber waren Muster vorhanden. Bringen solche Insider-Infos für Hertels Mannschaft die ersten Punkte? Oder macht Schumacher selbst ein Tor? Diesmal gegen den Ex-Trainer? Es wäre eine große Geschichte, so wie im Juni mit Havelse.